Boah, immer aufpassen, wo ich hinstehe, ja? Oh, und die ersten Diamanten haben wir somit auch gefunden. Jetzt gucke ich nur, dass da unten keine Lava ist. Gut. Zack. Eins. Oh, wir haben Diamanten. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur dritten Folge Last Team Standing. Ja, ich sollte mir mal Enderkids aus dem Kopf schmeißen, bis Enderkids auch mal wieder startet. So, oh, wir sind hier auf dem Server und ab heute startet PvP. Ich habe so Angst. Oh nee, ich hätte hier anpflanzen sollen, ne? Ich hätte anpflanzen sollen. Das mache ich jetzt aber einfach mal. Moment. So, bitteschön. Ich glaube, das Wasser hier reicht einfach aus. Ich denke, das reicht einfach aus. Da brauche ich mir keine Gedanken drüber zu machen. Hier. Ist noch ein leckeres gebratenes Schweinefleisch. Ich nehme mir das jetzt einfach mal mit runter. Das hier kommt rein, das hier kommt rein. Mein Bogen kommt rein, das hier kommt rein. Ne, die Kohle nehme ich mit. Die Kohle nehme ich mit. Und bei den Eisenbahnen, da mache ich mir jetzt hier eine schöne, saftige Eisenbahn. Spitzhacke. So, Moment. Oh, ups. Zack, zack. Ein paar Sticks. Und zack. Direkt extremst viele Fackeln. Zack. Zack. Eisenspitzhacke. Perfekt. Gut, ich würde sagen, ich nehme ungefähr, Moment, so viel Holz mit. Das andere lasse ich einfach mal hier drin. Ab heute ist eben, wie gesagt, PvP an und ich habe echt Panik, dass hier irgendwer lummert und mich dann gleich töten möchte. Obwohl ich doch so friedlich bin. Ich mache jetzt einfach mal hier meine Koordinaten an. Wenn ich die Facecam mit reinnehme, dann seht ihr das ja eh nicht. Beziehungsweise die anderen. Denn ich möchte eigentlich auf Ebene... Ich höre Lava? Okay. Gut. Oh. Dann muss ich dann da ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Denn es ist, denke ich, nicht... Ebene 13, Ebene 12. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach hier an zu strip-minen. Dann kann ich ja ein bisschen was erzählen. Und ja, Leute, also es ist nicht so, dass wir auf dem Modus normal spielen. Wir spielen auf dem Modus hart. Ja, wir spielen auf dem Modus hart. Und nicht hardcore, sondern einfach auf dem Modus hart. So, ich nehme jetzt einfach hier meine Eisenspitzhacke. Ist ja egal. So. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden. An Dias. Ich meine, wir haben noch nicht mal Eisen und wir wollen jetzt schon Dias, ne? Bisschen übermütig hier. Aber man muss sich hier Ziele setzen. Und direkt Gold gefunden. Da unten ist ein Lavasee. Da kann es uns schon passieren, ne? Dass wir hier gleich mal die Diamanten finden. Das wäre natürlich klasse. Moment. Habe ich Blöcke? Ja, genügend. Ich nehme hier mal einen Lava-Eimer weg. So, zack. Oh, wenn ich hier jetzt einfach mal in Lava fliege, ich kann mich einfach nicht löschen. Ich wäre tot und meine kompletten Sachen wären weg, ja. Das wäre richtig doof. Ich werde jetzt gucken, dass ich mein Mausklicken so ein bisschen rausschneide, weil das ist, glaube ich, immer so laut und das ist dann nicht so toll. Was ich einfach glaube, dass hier irgendwo Dias sind. Das ist, das, das habe ich so richtig im Gefühl. Aber vielleicht täuscht mich ja mein Gefühl auch. Hier müssen irgendwo Diamanten sein. Hier müssen einfach irgendwo Dias sein. Das Redstone könnte ich mir eigentlich mitnehmen. Achtung, Achtung. Absperrung, Absperrung hier. So. Ja. Heute kommt, wenn ihr das Video hier seht, ich nehme jetzt gerade in der Früh auf, denn da spielen noch nicht so viele Leute und ab heute ist ja PvP an. Deswegen versuche ich jetzt in dieser Folge hier ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Ausrüstung zu bekommen. Okay, hier ist auch Lava. Das ist eigentlich schon ein ganz, ganz gutes Zeichen. So. Denn in der Nähe von Lavaseen sind ja normalerweise Diamanten.
so wie ich das kenne. Zack, zack, zack. Und wenn wir da jetzt reingeflogen wären. Oh Mann. So, hier wieder schön Strip Mine, Leute. Ja, ja, ja. Außer Redstone hier gar nichts, ne? Ja. Boah, immer aufpassen, wo ich hinsteige, ja? Oh, und die ersten Diamanten haben wir somit auch gefunden. Jetzt gucke ich nur, dass da unten keine Lava ist. Gut. Zack. Eins. Oh, wir haben Diamanten. Ich gucke nur, ich gehe lieber auf Nummer sicher, dass ich hier wirklich nichts verliere, dass darunter keine Lava ist, weil das würde mir... Oh, ich höre Zombies. Vielleicht ein Dungeon ist da auch noch in der Nähe. Perfekt. Drei Diamanten wird für eine Diamantspitzhacke reichen. Das bedeutet, wir können dann Obsidian machen. Und das bedeutet wiederum, dass wir uns... einen Enchantment Table machen können und dann unsere Rüstung verzaubern können. Oh, cool. Ich glaube, ich bin der Erste aus dem Projekt, der Diamanten gefunden hat. Ich weiß es nicht, es sind teilweise Leute schon bei Folge 6. Ich darf heute aber nur bis Folge 4 aufnehmen. Und ja, wenn ich die jetzt schnell in der Früh aufnehme, kommen wir nicht zu einem Fight. Und ich finde dann vielleicht auch noch mehr Diamantin. Oh, ich würde es mir wünschen. So, ich glaube... Boah, ich dachte, ich habe gerade was gehört hier. Ich glaube, ich mache mir jetzt aber eine Steinspitzhacke. Am besten gleich zwei. So, zack. Denn ich möchte eigentlich die Eisenspitzhacke nur dafür nehmen, dann... ja, ihr wisst schon. Für die ganzen Erze und so. Denn ich habe ja nicht so extremst viel Eisen noch übrig. Ich glaube, ich habe nur noch zwei Bahnen oder so. Da ist Redstone. Okay, gehen wir da einfach mal hin. Weil bei Redstone ganz in der Nähe ist auch oft, sind auch oft Diamanten. Hallo? Hallo, Dias? Ist jemand da? Ja, das finde ich jetzt voll cool, dass wir die Ersten sind, die Diamanten haben. Ich hoffe es zumindest, dass wir die Ersten sind. Diamanten. Baue einen Diamanten mit Hilfe von einer Eisenspitzhacke ab. Cool, cool, cool. Aber ich glaube, ich mache mir als erstes ein Dia-Schwert. Oder ich könnte mir auch im Prinzip ein verzaubertes Eisenschwert am Anfang machen. Weil es ja dann egal ist. Und ich glaube, da ist ein Verzauberungstisch ein bisschen sinnvoller. Ich werde aber dann, glaube ich, auch bald mal dann meine 7 Sachen packen und einfach weggehen. So, hier ist wieder Redstone. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir noch öfters auf Diamanten stoßen werden. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber mir geht das gerade so. Zack, zack, zack. Hier sind keine drinnen. Aber Strip Mining ist einfach... Es ist vielleicht langweilig, aber es ist, denke ich, die beste Möglichkeit, um Diamanten zu finden. So, gucken wir mal hier rein. Oh, hier ist einiges an Redstone. Ich sage mal... Okay, hier nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts. Gucken wir mal hier rein. Und, oh, wenn Kies hier ist, habe ich auch gehört, sollen auch Diamanten in der Nähe sein. Oder vielleicht eine große Höhle sogar. Und Flint ist sowieso auch gut für Feuerzeuge. Nee, wir sind auf jeden Fall jetzt schon zu tief. Ich muss wieder eine Ebene hoch. Wir sind Ebene 11. Und ich müsste normalerweise Ebene 12, glaube ich. Ich glaube, auf der Ebene 12 findet man am meisten Diamanten. Aber 5 Diamanten wären eigentlich so mein Ziel gewesen, denn dann... Wie gesagt, Leute, und dann hätte ich mir nämlich ein Dings machen können. Oh, Eisen. Nee, Gold. Das ist Gold. Das ist toll. Gold ist natürlich sehr, 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 sehr gut für goldene Äpfel. Ja, ich hoffe einfach mal, dass unsere Stadt ganz lange überlebt, denn sollten alle aus unserer Stadt sterben, ist unsere Stadt komplett aus dem Projekt draußen und ich möchte eigentlich so viel Folgen wie möglich bringen. Eine Schaufel sollte ich mir mal machen vielleicht. Ja, komm, machen wir einfach mal. Oh, nicht mit der...
Nicht mit der Eisenspitzhacke graben. So, da gucke ich noch kurz rein. Och man, ich möchte einfach mehr Diamanten finden. Ich möchte einfach mehr. Ich möchte mehr. So, gucken wir hier noch rein. Hier ist auch nichts. Gucken wir hier noch. Ups, die ist jetzt kaputt. So, gucken wir hier noch rein. Nein, aber wir haben wieder Eisen gefunden und das nehme ich mir natürlich mit. Zack. 1, 2, 3, 4. Oh, eine richtige Quelle gleich gefunden. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Zack. Ich hoffe, wir finden überhaupt noch raus. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme, Mann, Leute. Also, falls ich ein bisschen überziehe, dann verzeiht es mir bitte. Ich glaube, ich mache mir ja eine Eisenschaufel gleich. Hier müsste normalerweise doch irgendwas sein, oder? Irgendwas müsste hier doch sein. Ich höre die ganze Zeit Spinnen, ein Dungeon oder so. Das könnte doch locker so sein, oder? Ich weiß es ja nicht. Aufpassen nicht, dass ober mir auf einmal Kies kommt und dann... Und dann sterbe ich deshalb. Nee, also ich glaube, hier drinnen ist keine Höhle irgendwo. Sieht zumindest nicht so aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Momentchen mal. Hier noch gucken. Nee. Schade. Jetzt haben wir einen Haufen Erde und sonst abgebaut. Wir sind noch immer auf Ebene 12. Ich kann hier mal noch mal ganz kurz schauen. Okay. Oh, mein Handy läutet. Sorry, 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 Leute. Ich schalte das jetzt ganz kurz aus. Denn... Und mich macht die Spinne da vollkommen nervös gerade. Ich muss doch irgendwie noch zurückfinden. Ich hab einfach gerade nur Angst, dass ich nicht mehr zurückfinde. Das ist eigentlich meine einzigste Angst. Gucken wir hier nochmal rein. Oh, ich höre sie schon richtig laut gehen. Also ober mir ist, denke ich, sicher hier eine Höhle. Ja, das hier ist sicherlich die Höhle, oder? Nee. Oh, ich höre das einfach, als wären sie direkt neben mir. Oh, das ist richtig schlimm. Richtig schlimm. Die Kohle nehme ich auf jeden Fall mit. Erstens, sie gibt mir Erfahrung. Und zweitens, brauche ich Kohle sowieso. Um auch zu, auch Fleisch zu braten oder Fackeln zu machen. Denn das unterschätzt man teilweise, dann vergisst man auch schon die Kohle oder lasst sie mal aus. Und dann irgendwann hast du Kohlemangel. Okay, doch, da ist eine richtig fette Höhle, glaube ich, in der Nähe. Weil ich höre schon die ganze Zeit diese Geräusche hier. So. Da war es nicht. Hier, denke ich, war es entlang. Hier entlang. Hier entlang. Ich weiß nicht mehr. Ich gehe mich nicht mehr aus hier. Hier, hier. Dann hier runter. Dann glaube ich hier entlang. Und glaube ich hier. Hier entlang. Moment. Hier, hier, hier. Doch hier müsste das gewesen sein, oder? Ich glaube, ich bin hier runtergegangen. Einfach mal schauen. Normalerweise müsste das so gewesen sein. Ja, perfekt. Ich habe den Ausgang wieder gefunden. Das freut mich natürlich. Und wir haben sogar 3 Diamanten gefunden, Leute. Also das macht mich gerade stolz. Macht euch das nicht stolz, dass ich die Diamanten gefunden habe? Ich versuche jetzt nicht so hart auf meine Tastatur zu hauen, dass man das alles in der Aufnahme so hört. Ich habe so eine Tastatur, da hört man das ganz gerne mal. Und vor allem, ich habe die jetzt auch schon etwas länger. Und da ist es natürlich so, dass man das Ganze gerne mal ein bisschen lauter hört. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe schon voll das schlechte Gewissen. Okay, da ist noch nichts fertig. Ich sollte hier echt jetzt mal zumachen. Es ist Nacht und...
Den hier töte ich jetzt noch schnell. Okay, gut. Ich gucke jetzt mal, ob das Plugin jetzt entfernt wurde. Nee, das ist noch immer drauf. Ich glaube, wir haben in der Konfi dafür fast alle abgestimmt, dass das wegkommt. Und das ist ein bisschen nervtötend. So, ich würde sagen, ich brate noch ganz schnell das Eisen. So. Könnte ich eigentlich noch einen Ofen machen, oder? Geht das Ganze ein bisschen faster. So, dann hier, Sodala, Sodala und Sodala. Gut, ich glaube, da ich jetzt sowieso gleich zwei Folgen aufnehme, werde ich mir erstmal die Spitzhacke machen, dann Obsidian holen und dann könnten wir in der nächsten Folge Bambus holen. Beziehungsweise halt Zuckerrohr. Sorry Leute, ich sage immer Bambus, weil ich habe das früher... Ups, jetzt habe ich meine Koordinaten die ganze Zeit angehabt. Ich sage immer Bambus, weil das hieß früher so. Und ja, die früheren Minecraft-Spieler, die wissen sicher, was ich damit meine. So. Da haben wir noch zwei Pfeile, das ist super, super, super. Federn. Moment, Bücher. Wie macht man denn nochmal Bücher? Ich glaube, dafür brauchen wir auch Leder. Ein Leder hätte ich. Ich packe mal hier ganz kurz die Sachen hier rein, vor allem auch die Dias. So. Und dann würde ich sagen, machen wir uns noch schnell einen Brustpanzer. Denn dann sind wir schon ein bisschen geschützt und auf jeden Fall noch eine Spitzhacke. Und die Spitzhacke, die packe ich hier rein. Und das Redstone auch. Und in der Zwischenzeit kann ich die Kohle einfach mal braten. Es ist sowieso. Guck mal, Leute. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, Leute. Und ich glaube, ich nehme schon 15 Minuten auf. Moment, ich guck mal ganz kurz nach. Ihr seht jetzt da wieder einen schwarzen Bildschirm. 17 Minuten schon. Scheiße, ich habe ein bisschen überzogen. Ja, Leute. So, ich gehe jetzt vom Server runter. Ich würde sagen, das war's von der dritten Folge. Last Team Sandig. Ich freue mich. Ja, wir haben Diamanten gefunden. Richtig cool. In der nächsten Folge werden wir erstmal versuchen, uns den Zaubertisch zu basteln und dann noch weitere Diamanten zu finden. Ich habe gerade eine Nachricht auf Facebook bekommen, super. Und ja, Leute, wie gesagt, ich hoffe, dass das Mausklicken und so weiter jetzt nicht extremst laut war. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da, das freut mich immer ganz sehr. Kommentare könnt ihr auch gerne schreiben, wenn ihr drauf Lust habt. Und ja, ich würde sagen, das war's von der dritten Folge Last Team Sending und ich würde sagen, bis dann, ciao.